Unter dem Titel Handwerk und Mittelstand – treibende Kraft für Wohlstand und Wachstum hat die FDP-Landtagsfraktion mit Experten darüber diskutiert, wie das Handwerk als wirtschaftliches Rückgrat Nordrhein-Westfalens gestärkt und für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet werden kann. Die Freien Demokraten möchten wissen, welche Rahmenbedingungen verbessert werden müssen, damit Handwerk und Mittelstand auch zukünftig Arbeitsplätze erhalten und neue schaffen können. Zudem will die FDP-Fraktion Vorschläge entwickeln, wie das duale Ausbildungssystem noch attraktiver gestaltet werden kann. Für Christian Lindner eine Herzensangelegenheit. Für mich ist Politik für das Handwerk ein persönliches Anliegen, denn ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Mein Großvater war Bäcker und Konditormeister. Darüber hinaus ist das Handwerk ein starkes Stück Mittelstand in Nordrhein-Westfalen und es drückt von seinen Werten her das aus, was uns mit Blick auf unsere soziale Marktwirtschaft so wichtig ist. Inhabergeführte Unternehmen, die Generationenverantwortung über die Ausbildung tragen und die einfach gute Qualität liefern, wie ja etwa der Meisterbrief auch zum Ausdruck bringt. Deshalb unser Einsatz für das Handwerk und bessere Rahmenbedingungen. Mit hochkarätigen Experten debattierte die FDP über die unterschiedlichsten Aspekte von der dualen Ausbildung bis zu den Chancen von Handwerk 4.0. Gratulation an die FDP zur Ausrichtung dieses handwerkspolitischen Kongresses. Wir spielen in vielen Punkten sehr nah an der Seite der FDP. Ich sehe hier den Bürokratieabbau, den wir unbedingt vorantreiben müssen. Ich sehe das Bemühen um eine Gleichwertigkeit von dualer und akademischer Bildung. Und ich sehe natürlich die gemeinsame Vision, Digitalisierung auch im Handwerk ankommen zu lassen und das Handwerk für die Zukunft zu ertüchtigen. Professor Dr. Detlef Buschfeld unterstrich, dass Ausbildung für die unterschiedlichsten Lebenswege immer ein Sprungbrett sein müsste. Aber dazu müsse sie eine hohe Qualität bieten. Und er forderte deutlich mehr Konsequenz. Eine wichtige These ist, dass ich glaube, dass wir keinen Mangel an Vorschlägen haben. Wir haben einen Mangel an Konsequenz der Vorschläge. Weitere namhafte Expertinnen und Experten diskutierten darüber, wie es gelingen könne, Fachkräfte dauerhaft zu sichern und die duale Ausbildung noch attraktiver zu machen. Es macht auch keinen Sinn, an der entsprechenden Stelle vorbei zu auszubilden, sondern wir müssen schon schauen, was ist eigentlich gebraucht. Und da sind wir schon auf das Handwerk, den Mittelstand, die Wirtschaft letztendlich angewiesen, dass diejenigen auch in die Schulen kommen, um dort ganz klar für entsprechenden Nachwuchs zu werben. So wurden im Laufe des Abends viele Ideen und Vorschläge aufgezeigt. Für Ralf Bombis, den Sprecher für Mittelstand und Handwerk in der FDP-Landtagsfraktion NRW, ein voller Erfolg. Die gute Veranstaltung hat gezeigt, dass das Handwerk nicht nur das Beste aus Tradition und Moderne verbindet, sondern dass es eben auch großen Herausforderungen in der heutigen Zeit ausgesetzt ist. Einerseits riesige Chancen durch die Digitalisierung hat, die es auch hervorragend annimmt. Andererseits aber zum Beispiel durch den Fachkräftemangel oder die bürokratischen Rahmenbedingungen schwierigen Bedingungen ausgesetzt ist. Und deswegen ist es richtig, dass wir als FDP derzeit ein Positionspapier gemeinsam mit dem Handwerk erarbeiten, was auch zukünftig die Bedingungen herstellen soll, dass das Handwerk auch morgen die Wirtschaftsmacht ist, die es heute ist, mit aller Wichtigkeit für unsere Wirtschaft.